Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Dragon Ball Kollektion. Und heute öffnen wir gemeinsam die neue Yu-Gi-Oh! Mega Tintbox 2023. So sieht sie aus. Die ganz neue Tintbox. Endlich mal in einem ganz neuen Design. Die letzten 4 Jahre gab es ja so eine goldene Sarkophag-Edition. Also zu Anfang gab es einen Sarkophag, so eine Millennium-Box und danach gab es halt die goldene Steintafel, die man dann aufeinander raufstapeln konnte. Die sahen zwar sehr schön aus, aber 4 Jahre lang immer so eine ähnliche Tinbox war schon ein bisschen viel. Und da kommt halt diese Tinbox, finde ich sehr gut, mit allen Generationen von Yu-Gi-Oh! 6 Stück insgesamt und eine sehr schöne Tinbox. Die habe ich mir 3-mal gekauft, 2-mal für die UVP-Sammlung und 1-mal so zum Öffnen, um mal reinzuschauen. Wie weit ich mich erinnern konnte, habe mir das jetzt nicht durchgelesen, sind 3 verschiedene Booster-Packs drin mit sogar 18 Karten, ich dachte 16, 18 Karten und irgendeiner Promokarte. Lasst uns mal reinschauen. Da haben wir schon unsere Promokarte. Hier steht sogar, ich weiß nicht, ob man das sieht, ja. 25-jähriges Jubiläum, sehr nice. Ich kann euch jetzt wirklich nicht sagen, ob das jetzt eine gute Promokarte ist oder nicht. Bin da jetzt nicht so im Yu-Gi-Oh! Game drin. Wie gesagt, ich sammle das eigentlich OVP. Hier sind unsere 3 Booster Packs. Das packen wir mal wieder zurück. Lasst uns mit den vordersten anfangen. Ich habe schon richtig lange kein Yu-Gi-Oh! Mehr aufgemacht. Weiß jetzt gar nicht, was einen hier jetzt erwartet. Auf jeden Fall, wie gesagt, das Design der Tinbox gefällt mir richtig gut. Ich hoffe euch auch. So, es geht los. Also die Monsters sehen manchmal echt richtig krass aus. Die Karten von Yu-Gi-Oh! Sind wirklich sehr hochwertig. Es geht los mit der ersten Hologrammkarte. Mit diversen Printlines. Ich kann euch halt leider nicht sagen, sollen welche ein Hit ist und welche nicht. Eine Link-Karte. Also Glitzereffekt ist nice. Aber ich kann euch leider nicht sagen, ob es ein Hit ist oder nicht. Sieht aus wie einer von den 6 Samuraien. Ist er nicht, aber sieht ein bisschen so aus. Nächstes Pack. Ich weiß nicht, ob man hier auch Oldschool-Karten ziehen kann. Wie den schwarzen Rotaugendrachen. Oder den weißen Drachen mit eiskaltem Blick. Also der Glitzereffekt ist schon mal sehr nice. Die sieht auch krass aus. Sehr nice. Durch das Glitzer erkennt man fast das Monster gar nicht. Eine Pendelkarte. Wie man mit diesen Pendelkarten umgeht, das sieht auch sehr nice aus. Cool. Wie man mit diesen Pendelkarten spielt, weiß ich überhaupt gar nicht. Also Synchro-Monster finde ich richtig cool. Die XYZ-Monster finde ich auch cool. Aber wie man dann halt mit denen spielt, habe ich echt gar keine Ahnung. So, letztes Pack.
Geht's los mit den Holo. Holo-Karten. Eine Hexerkarte sieht nice aus. Und das war's auch schon. Wie gesagt, ich kann euch leider nicht sagen, ob die Karten gut sind oder nicht, ob sie was wert sind oder halt auch nicht, da ich halt nicht so im Yu-Gi-Oh! Kartenspiel drinne bin. Die Karten haben wir hier gezogen. Für mich sind das schöne Karten, aber fast alles neue Karten, die ich nicht kenne. Die Karte ist sehr nice. 3600 Angriffspunkte. Ist auch sehr schön. Vor allem wegen dem Holo-Effekt. Die Zauberkarte sieht auch fett aus. Das müsste Elemental Neos sein. Das ist, glaube ich, der Regenbogendrache. So, das war's dann auch schon. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr euch auch die Tinbox geholt habt oder nicht. Und ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, schreibt mir was Nettes in die Kommentare und dann sage ich ciao und bis zum nächsten Mal.